Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Randall's Monday. In der letzten Folge haben wir erfahren, dass unser bester Kumpel Matt sich wohl das Leben im Ofen genommen hat. Wieso, weshalb, warum, werden wir gleich erfahren, weil wir wohl den in seinem Abschiedsbrief erwähnt wurden. Den wir uns jetzt auch gleich mal angucken. Oh, was liegt denn hier? Hey, was wird das, wenn's fertig ist? Das hier ist ein Tatort. Nichts anfassen. Entschuldigung. Ich will nur mal gucken. Eine Streichholzschachtel. Könnte ich sicher noch gebrauchen. Na, können wir sie jetzt nehmen? Hey! Okay, wir gucken uns jetzt erstmal den Abschiedsbrief an. Wer auch immer das hier liest. Ich habe dem Tod oft ins Auge gesehen. Ich bin mir darüber im Klaren, dass ich viele zweifelhafte Dinge in meinem Leben getan habe. Ich weiß es, aber trotzdem habe ich nie ganz verstanden, warum ich diese Dinge tue. Ich habe Dinge gesehen, die ihr Menschen nie verstehen würdet. Menschen geblendet von Lasern bei einem Spinal Tap-Konzert. Brennende Kampfschiffe an Orions Küste. Und jetzt komme ich hierfür vielleicht in die Hölle. Aber ich kann nichts weiter tun, als dieses Schicksal zu akzeptieren. Ich nehme mir das Leben mit dem Herdomatik, den meine liebe Mutter mir geschenkt hat. Denn wenn ich ehrlich bin, Kryostase, um eine Zukunft beherrscht von Maschinen zu sehen, ist einfach noch nicht möglich. Meine Gründe können nicht in Worte gekleidet werden. Ich fühle mich so leer. Die Luft, die ich so dringend zum Atmen brauchte. Das Wertvollste, was ich jemals hatte, wurde mir genommen. Und ich glaube, die Person, die für diesen scheußlichen Verrat verantwortlich ist, ist niemand anderes als mein bester Freund. Und unter diesen Umständen will ich einfach nicht mehr auf dieser Welt leben. Ihr seht uns, wie ihr uns sehen wollt. Ein Gehirn, ein Athlet, einen Wahnsinnigen, eine Prinzessin und einen Verbrecher. Ist das die Antwort auf eure Frage? Mit besten Grüßen, The Breakfast Club. Okay. Stehen wir dann doch nicht ganz so gut da. Sieht wie gerösteter Matt aus. Bisschen zu durch, wenn du mich fragst. Matt? Hey, was wird das, wenn's fertig ist? Das hier ist ein Tatort. Nichts anfassen. Oh, Spurensicherung ist sicher ein cooler Job. Hat schon irgendwas entdeckt, was passiert sein könnte? Oh, schau mal. Der Mörder. Ich schwöre bei Tom Selecks beeindruckendem Schnauzbart, dass ich das nicht gewesen bin. Hey, missbrauche nicht des Magnums Namen. Bleib locker, wir wissen, dass du ihn nicht umgelegt hast. Ist unser Job, sowas zu wissen. Ja, aber wir glauben schon, dass du ihm die Freundin ausgespannt hast. Zweifelsohne. Was? Ich schwöre euch, da ist nichts zwischen mir und Sally. Könnte uns nicht egaler sein. Was hat Inspektor Clouseau eigentlich? Sergeant Kramer? Der hasst einfach nur jeden. Sieht allerdings so aus, als würde er dich besonders hassen. Keine Sorge, Kleiner. Niemand geht in den Knast, nur weil sein Freund sich umgebracht hat. Was meint ihr zu dem Abschiedsbrief? Tja. Was soll ich sagen? Da drin sind ein paar Blade Runner-Referenzen, ein paar zu The Breakfast Club. Ja, und er sagte darin sehr deutlich, dass du ihm die Freundin ausgespannt hast. Zum letzten Mal. Ich habe größten Respekt vor Sally und das ist auch schon alles. Klar. Genauso wie Ned meine Schwester in der Abschlussballnacht respektiert hat. Aha. Ja! Yeah. Okay, dann. Ich glaube, die haben nichts Vernünftiges beizusteuern. Nee. Ob wir uns mit dem dann nochmal unterhalten wollen, ist eine andere Frage. Also, hat der Brief dir weitergeholfen? Könnte es noch deutlicher sein, dass sein Tod deine Schuld war? Sergeant Kramer, ich bin gerade ziemlich am Ende. Wo war ich, als Matt die brennenden Schiffe von Orions Schulter aus gesehen hat? Die haben doch immer alles zusammen gemacht. Tut mir leid, aber ich habe keine Lust mehr, mit ihnen guter Kopf, böser Kopf zu spielen. Mal nicht so schnell. Ich kenne Typen wie dich. Sieh es ein, du bist ein stumpfsinniger Nerd, der glaubt, sich einfach nehmen zu können, was er will, wann er will. Du hast keinen Respekt vor dem Gesetz, deinen Freunden oder der Person, die dieses Spiel spielt. Außerdem kann ich deine Visage nicht ausstehen. Da, ich hab's gesagt. Ich bin noch nicht fertig mit dir, Higgs.
Dieses Mal wird's keinen Ritt in den Sonnenuntergang für John Wayne geben. Haha. Schon gar nicht mit Grace Kelly. Das war Gary Cooper, du Arschloch. Treib's nicht zu weit, Susan. Hast du schon mal mit dem Teufel im fallen Mondlicht getanzt? Nein, aber das eine Mal im Ferienlager habe ich mir eine Flöte in mein... Okay, das reicht. Hast du ein Auto? Warum? Damit ich einen Strafzettel bekomme und sie es abschleppen können? Ich mag's nur nicht, wenn eine junge Frau allein im Dunkeln nach Hause muss. Officer Murray fährt dich in einem Dienstwagen. Murray, beweg deinen schwabbeligen Arsch hier rein. Sergeant, ich habe Ihnen doch gesagt, das liegt an einem erblich bedingten Drüsenproblem. Das ist wirklich unangenehm, wenn Sie... Schnauze, Murray! Bring diesen Verlierer nach Hause! Ah, ja, Sir. Und nimm die Freundin von dem toten Kerl gleich mit. Miss Thompson ist schon weg. Und warum zur Hölle erfahre ich das erst jetzt? Ich habe es ja versucht, aber Sie haben schon zu brüllen angefangen, bevor ich irgendwas sagen konnte. Weißt du, woran das liegt, Murray? An einem Kommunikationsproblem. Und ich glaube, der einzige Weg, das zu richten, ist, wenn ich deine Scheißstimme nie wieder hören muss. Also wirst du von jetzt an alles, was du mir sagen musst, aufschreiben. Verstanden? Also raus hier und nimm den Jungen mit. Ja, Sir. Was habe ich gerade gesagt? Okay, da wären wir, Junge. Aber Murray, ich sagte doch, bringen Sie mich zu einem Strip-Schuppen. Sergeant Kramer sagte, ich soll dich nach Haus bringen. Und nach deiner Akte ist das deine aktuelle Adresse. Und hören Sie immer blind auf das, was der Typ Ihnen sagt? Sie sind zu gutherzig, Murray. Sie müssen mal lernen, wie man ab und zu richtig durchdreht. Ich habe eine Pflicht, Kleiner. Und jetzt sieh zu, dass du wegkommst. Partys mit Ihnen machen garantiert Spaß, was, Murray? Officer Murray. Dein Freund und Helfer. Quatsch doch noch ein bisschen mit ihm. Ich glaube, ich hatte meine Überdosis Murray für heute. Ich lasse ihn lieber mit seinen Gedanken allein, die sich sicher hingebungsvoll um erstklassige Würste drehen. Würstchen. Habe ich's nicht gesagt? Deutsche Würstchen. Apropos, vielleicht können wir ja... Das verstößt gegen meinen Grundsatz, niemals eine dunkle Gasse bei Nacht zu betreten. Vielleicht hätten wir unserem Kumpel da ja mal den Hotdog geben können. Oh, ich komme aufs Dach. Lieber nicht. Och Mann, jetzt geh doch mal lieber gucken. Lieber nicht. Wer wohnt denn hier nebenan? Die Wohnung vom Nachbarn. Bin sicher, dass es da ziemlich stinkt. Warum denn? Ich hätte gedacht, dass da Sheldon und Leonard leben. Ich rede nie mit irgendwelchen Nachbarn, wenn es nicht unbedingt sein muss. Ich gehe Leuten nicht gern auf die Nerven, okay? Ich habe im Moment keinen Bock. Das wäre mehr was Neues. So sympathisch und freundlich, wie du sonst immer den anderen gegenüber bist. Mortimer, bist du da? Nicht genug Platz für den ganzen Müll. Da gehe ich nicht näher ran. Könnte mich ja irgendwas angreifen. Aber vielleicht ist ja jemand Mortimer? Da. Mortimer? Ah, was, scheiß drauf. Naja, vielleicht sollten wir uns auch ins Bett schmeißen. Was für ein Tag. Ich habe meinen Job verloren, aber mehr Geld gemacht, als ich jemals auf einem Haufen gesehen habe. Ich habe meinen besten Freund verloren, aber scheinbar eine Menge Cops als Freunde gewonnen. Ich sag euch, das war eine echte Achterbahn. Ich bin froh, dass dieser Tag vorbei ist. Ah, Mr. Sandman, bring me a dream. Bong, 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 making the cutest that I've ever seen. Okay, neuer Tag beginnt. Stellen wir uns ihn mit hoch erhobenem Kopf und den Taschen voller Geld. Könnten wir jetzt hier unsere Miete bezahlen gehen? Hey Mortimer, bist du da? Mortimer? Ah, was, scheiß drauf. Wollen wir hier irgendwas mitnehmen diesmal?
Nee. Wenn wir die hier noch eine Weile stehen lassen, wird vielleicht wieder eine ganze Pizza draus. Ich glaube, ein paar von den Salamischeiben haben angefangen, sich durch Mitose zu vermehren. Oh, irgendwer wird hier schon mal sauber machen. Schon wieder eine Tageszeitung? Wer hat denn die reingeholt? Hier ist kein Zeitungsschlitz oder Briefschlitz. Guck erst mal. Hey, Matt ist auf dem Titel. Gut getroffen übrigens. Na gut. Haben wir die jetzt auch im Inventar? Okay. Wow. Ah, blöder Marconi. Ich hoffe, dieses Türhämmer-Ding wird nicht zu einer schlechten Angewohnheit wie das Fragen nach der Miete jeden Monat. Mr. Marconi, hören Sie, das von gestern tut mir echt leid. Warum? Was zur Hölle hast du gestern angestellt? Naja, Sie wissen schon, ich habe Sie hier im Flur stehen lassen und bin dann einfach... Sie wissen schon. Hicks, wenn ich dich am Sonntag auch noch sehen müsste, wäre mein Leben nicht mehr lebenswert. Wie? Was? Wollen Sie mir erzählen, dass heute Montag ist? Schluss mit dem Quatsch, du Arsch! Nochmal kriegst du mich mit dem Amnesietrick nicht rum! Mr. Marconi, ich glaube, Sie sind im Delirium. Wovon redest du da? Hören Sie, Sie scheinen sich nicht daran zu erinnern, dass gestern Montag war. Sie kamen vorbei, wir haben Höflichkeiten ausgetauscht und über unsere Hoffnungen und Träume geredet und dann habe ich Sie stundenlang im Flur warten lassen und mich über die Feuerleiter rausgeschlichen. Hicks? Nein, nein, bitte lassen Sie mich ausreden. Die Feuerleiter ist eingestürzt und hätte mich fast erschlagen. Ich habe mir sonst was von einem Penner eingefangen und zu guter Letzt habe ich noch die Leiche meines besten Freundes Au Gratin in seinem eigenen Ofen sehen müssen. Also ja, ich würde sagen, an den Montag erinnere ich mich ziemlich gut. Junge. Und Sie sind so hasserfüllt, dass Sie zur exakt selben Zeit hier auftauchen, um mich weiter zu quälen. Wollen Sie jetzt jeden Tag bei mir an die Tür donnern? Weil wenn ja, dann muss ich dem vielleicht ein Ende machen. Ich habe jetzt eine Wagenladung voll Geld und damit kann ich mir ein paar zwielichtige Freunde leisten, die sich bestimmt freuen, ihren Besuchen ein Ende zu bereiten. Okay, mein Sohn. Ich will ehrlich mit dir sein. Ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Du bist letzte Nacht wieder besoffen nach Haus gekommen. Ich habe nichts gesagt, weil ich mich weigere, an Sonntagen zu arbeiten. Aber jetzt glaube ich, wir müssen mal ernsthaft reden. Ich bin ganz Ohr. Okay. Zunächst, ich habe deine dämlichen Witze satt, Hicks. Du weißt genau, dass die Feuerleiter schon seit Ewigkeiten hin ist. Und um das gleich zu sagen, es ist mir egal, ob du was damit zu tun hattest. Seit Ewigkeiten kaputt? Sind Sie sicher? Und zweitens, es tut mir leid um deinen Freund. Ich hab's in den Nachrichten gehört, dass sie seine Leiche heute Morgen gefunden haben. Heute Morgen? Und drittens, was meinst du damit, du hast Kohle? Vergessen Sie das. Ich glaube, mir ist irgendwie schwindelig. Also, hat der Tag jetzt doch neu gestartet, wie bei täglich grüßt das Murmeltier? Also, nur um sicher zu gehen, welcher Tag ist heute? Echt jetzt, Hicks? Schon wieder? Bestätigt. Heute ist Montag. Der kommt direkt nach Sonntag. Das weißt du noch, oder? Sicher, dass Sie nicht einfach nur verwirrt sind? Ich könnte schwören, heute wäre Dienstag. Ich bin mir sicher. Das Datum steht in der Zeitung von heute. Hast du die noch nicht gelesen? Wer sieht denn fürs Datum in die Zeitung? Weiß nicht. Vielleicht Typen, die nicht wissen, welcher Tag heute ist. Touché. Dann ist heute... Montag. Ist der Tag, an dem du mir 3 Monatsmieten schuldest. Und ich will mein Geld. Jetzt. Sicher, dass Sie nicht nur Witze machen? Sehe ich so aus, als wenn ich Spaß verstehe? Ich weiß nicht, Mr. Marconi. Sie haben sonst immer dieses animalische Flair, aber heute ist irgendwas anders. Haben Sie Farbe im Gesicht bekommen? Oder einen neuen Haarschnitt? Genug jetzt. Gib mir meine Kohle oder ich verspreche dir, du kommst nicht lebend aus diesem Apartment. Oh, werden Sie mal nicht so aggressiv. Ah, das habe ich doch alles schon gehört.
Alles kalter Kaffee. Ich meine es dieses Mal ernst, Randall. Ich werde es nicht zulassen, dass ein mental regressiver Vollidiot mir ins Gesicht lacht. Mental regressiv? Wow. Das ist das erste Mal, dass mich jemand mit so klugen Worten beleidigt. Vorsicht, ich könnte hier noch etwas Bildung abgreifen. Siehst du? Genau das meine ich, Hicks. Du nimmst niemals was ernst. Ich rede davon, dich vor die Tür zu setzen, und du tust so, als würde dich das gar nicht stören. Du findest dich noch mal hinter Gittern wieder, wenn du nicht mit deiner Einstellung aufpasst. Wow, das wäre super. Ich liebe den Zirkus. Mein Geld. Jetzt. Naja, wir haben ja theoretisch das Geld. Eigentlich könnten wir ihm das ja geben, aber ich glaube nicht, dass Randall es möchte. Wollen Sie mich etwa umbringen? Das ist ein Verbrechen, wissen Sie? Töten, verkrüppeln, ins Koma prügeln, ist mir eigentlich egal. Wollen Sie das eigenhändig machen? Ich hatte überlegt, einen Auftragskiller anzuheuern, aber das würde nur weniger Geld in meiner Tasche bedeuten. Also, ich weiß nicht, Junge, vielleicht wirst du einfach von einem Klavier zerschmettert, wenn du das nächste Mal das Gebäude verlässt. Haben Sie die Looney Tunes beauftragt oder sowas? Tja, nur zur Info, das wäre dann das dritte Klavier, das auf mich fällt. Die haben das Aufnahmeritual am College wirklich ernst genommen, ich bin sowas also gewöhnt. Soll ich dir etwa abkaufen, dass du einen Abschluss hast? Oh, keinen Abschluss, aber ich war auf dem College. Okay. Und was soll das mit dem Schnurrbart? Wie ist so ein prächtiges Ding einfach über Nacht gewachsen? Wovon redest du, Mann? Diesen ehrfurchtgebietenden Schnurrbart habe ich, seit ich 11 war. Wirklich? Natürlich. Deswegen nennen mich die Leute Charles Bronson. So nennt man sie? Wie grausam. Ich habe jetzt schon keinen Nerv mehr auf dieses Gespräch. Wir sind nicht hier, um über meinen Schnurrbart zu reden. Alles, was ich will, ist mein Geld. Also bezahl deine Miete. Naja, hartnäckig ist er ja, wa? Okay. Okay, hier ist ihr stinkendes Geld. Wow, hätte ich ja nicht gedacht. Echt? Du willst mir sagen, das hier ist echtes Geld? Nein, das ist Fantasiegeld. Wenn sie aufhören, daran zu glauben, dann verschwindet es. Okay, okay. Es ist nur, dass, naja, ich habe nicht wirklich erwartet, dass du zahlst. Vor allem nicht einfach so die 3 Monate. Das sind keine Blüten, oder? Weil, wäre jetzt nicht das erste Mal. Ah, haben Sie etwas Vertrauen, Mr. Marconi. Wenn ich nur will, kann ich alles bekommen, was ich brauche. Und dieses Mal muss ich dafür auch keine alten Damen abzocken. Gott allein weiß, wo du so viel Geld herbekommen hast. Aber ich werde es todsicher behalten. Ja, ja, schön für Sie. Könnten Sie mich dann bitte allein lassen? Ich weiß ja, dass Sie ziemlich durch sind. Und ich verstehe, dass Sie verwirrt sind, was den Wochentag angeht. Ich wiederum, ich habe noch was zu erledigen. Also, machen Sie einfach, dass Sie wegkommen. Mach, was du willst, Hicks. Aber denk dran, ich lass dir das mit der Miete nicht mehr durchgehen. Ich warne dich. Und ich ignoriere sie. Aber egal. Wir sehen ja, was nächsten Monat passiert. Forder es nicht heraus. Ahoi, hoi. Sind Sie Mr. Randall Hicks? Ja. Der ist dann. Hier ist Sergeant Joseph Kramer, Polizeidezernat. Ich muss Sie bitten, sofort zu Mr. Matthew Griffins Wohnung zu kommen. Warum? Beleidigen Sie mich lieber persönlich? Wenn Sie in einer Stunde nicht hier sind, stellen wir einen Haftbefehl aus. Okay. Wenn wir es drauf ankommen lassen? Ich würde es ja gerne mal testen. Was wollen Sie denn von mir? Was wollen Sie denn noch von mir? Ich habe Ihnen doch schon alles gesagt, was ich weiß. Wovon zur Hölle redest du? Was weißt du hiervon? Hör zu, ich weiß nicht, was für ein Spiel du hier spielst. Aber du kommst jetzt besser sofort her. Oder du wanderst heute Nacht in eine Zelle, wo man dich nur noch als Susan kennen wird. Deine Entscheidung. Schon wieder diese Susan-Nummer. Ich hätte gedacht, dieses Mal wäre es Bridget oder Evelyn oder wer auch immer. Ich werde warten. Ich hoffe, ich muss nicht nach dir suchen. Keine Sorge, Sergeant, ich bin unterwegs. Jetzt müssen wir doch mal glatt in die Zeitung gucken, welcher Tag heute ist. Äpscht mich da jetzt schon wieder an. Doch, Montag steht hier. Hä? Sind wir wirklich in der Zeit? Ja, warte doch! Komm her schon. Du mich hier angepscht. Sieh an, wenn das nicht unser Geschäftspenner ist. Wie gefällt dir mein Büro?
Mein Innenausstatter sagt, er soll einen lässigeren, urbanen Look haben. Oh ja, schön. Sehr geschmackvoll, aber... Irgendwas fehlt da noch. Ein Schreibtisch oder sowas. Du erzählst mir jetzt erstmal alles über diesen Fluch, der auf mir liegen soll. Was ist hier eigentlich los? Wir alle haben damit zu kämpfen, uns selbst zu finden. Unser Leben, so gut es geht, in Balance zu halten. Einen Fuß in der Vergangenheit, während der andere in eine ungewisse Zukunft tritt. Ich hab langsam echt keinen Bock mehr auf deine lahmen Fernsehweisheiten. Warum kannst du nicht einfach mal was Zusammenhängendes sagen? Ich meine, klar, du bist ein Penner und so. Du musst manchmal einfach rumpöbeln, aber ich wette, du weißt mehr, als es scheint. Ich weiß eine Menge Dinge. Jedes Gestern ist wie eine Perlenkette. Ununterbrochen, unveränderbar. Aber wenn wir unsere Vergangenheit ändern könnten, könnte das auch verändern, wer wir sind. Was du mal machen könntest, wäre, ich weiß nicht, vielleicht mal den Kanal wechseln? All diese Sci-Fi-Sendungen machen dein Gehirn matschig. Also, noch mehr als sonst. Oh, das sagt mir der Typ, der nicht mal die gefährlichen Verschiebungen im Raum-Zeitgefüge bemerkt, die um ihn herum passieren. Ich sag dir was, Kumpel, dein Fluch interessiert mich nicht. Aber pass auf, was du da draußen anfasst, okay? Und sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Siehst du? Jetzt redest du schon wieder über Flüche und das Raum-Zeit-Kontinuum. Vielleicht brauchst du einfach mehr Ballaststoffe. Die Aussicht auf Erneuerung hat uns schon immer fasziniert. Das Verlangen nach Wiederauferstehung ist tief in unserem Bewusstsein verwurzelt. Eine Wiedergeburt von Körper und Seele. Eine zweite Chance. Fertig mit der billigen Philosophiestunde. Okay. Warum bist du der Einzige, der weiß, was mit mir los ist? Weil ich das auch schon hinter mir hab, Junge. Hör zu, alles, was du anfasst, wird gezeichnet. Verflucht, genau wie du. Verdammt dazu, in einer Schleife gefangen zu sein, ohne sich zu verändern. In dieser Welt und in jeder anderen. Hier und jetzt. Alles, was du berührst, schreibt die Vergangenheit neu, damit die Gegenwart, wie wir sie kennen, nicht auseinandergerissen wird. Eine Gegenwart, die anders ist, aber doch immer gleich bleibt. Mann, ich verstehe kein Wort. Die Zeit wird es zeigen, mein Freund. Wenn du noch mehr Hinweise brauchst, geh einfach dorthin zurück, wo alles begann. Claytons? Das weißt nur du allein. Okay, ich schau vorbei, sobald ich kann. Weißt du was über Krater, die so heftig sind, dass sie das Raum-Zeit-Kontinuum verändern können? Naja, hast du schon mal was von reannuellem Wein gehört? Damit wirst du schon Stunden, bevor du ihn getrunken hast, besoffen. Echt starkes Zeug. Du könntest den übelsten Kater aller Zeiten haben, ohne zu wissen, was eigentlich los ist. Das hast du dir doch gerade ausgedacht, oder? Nein, hab ich nicht. Das habe ich in einem Buch gelesen. Ja, klar. Wir alle wissen, dass Mr. Pratchetts Arbeit ganz und gar auf wahren Begebenheiten basiert. Hey, leg dich nicht mit mir an. Es geht hier um Wein. Vielleicht sollten wir ja wirklich mal zurück ins Clayton, da in die Bar gehen, wo wir gestartet haben. Müssen wir erstmal gucken, ob wir da überhaupt hinkommen. Um meinen Vermieter zu zitieren, weißt du, welcher Tag heute ist? Nein. Ich meine, ist heute Montag, Dienstag? Ich sag dir, ich weiß es nicht. Es ist nur, ich habe das Gefühl, ich erlebe denselben Tag nochmal. Das Gefühl kenne ich, Kumpel. Wirklich? Tust du das? Natürlich. Sieh mich doch an. Ich bin immer von Kartons umgeben, gehe von Gasse zu Gasse, in der Hoffnung, dass irgendein afrikanischer Prinz vorbeikommt und mir einen Umschlag in die Hand drückt. Ich weiß gar nicht, wieso ich eigentlich noch mit dir rede. Weil ich all die Antworten habe, die du suchst. Aber hast du auch die richtigen Fragen? Das ist eine gute Frage. Bin ich in der Zeit gefangen? Bin ich tot? Bin ich in der Zeit gefangen? Das ist nicht die Frage. Die Frage ist, wo bist du genau jetzt? Okay.
Wo bin ich? Du bist hier. In der Gasse. Weißt du das nicht? Ich kann nicht glauben, dass ich darauf reingefallen bin. Ich glaube, ich gehe mal besser, bevor du noch anfängst, über Asimovs Gesetze der Robotik zu reden. Wir sehen uns. Ja, das werden wir. Verfluchter. Alter, fang nicht wieder damit an. Ja, wobei ich die anderen Dialoge ich jetzt glaub, kurz nochmal... Alles, was ich rausbekommen habe, ist, dass ich vielleicht ein paar Antworten in der Bar bekomme. Okay. Was ist mit dir, kleiner Mann? Hey, ein kleiner Chihuahua. Sein Name steht im Halsband. Ich glaube, er ist Barclay. Können wir dich diesmal mitnehmen? Den lasse ich lieber in Ruhe. Der ist zwar ganz schön klein, aber die Viecher sind gefährlicher als Grizzlies. Ja, mal gucken, ob wir irgend... Ach, was? Ich wollte doch mal gucken, ob ich dir den Hotdog freundlich wie ich bin geben kann. Der gehört mir. Den habe ich mir verdient. Hätte ja sein können, dass du heute anders denkst. Dann werden wir mal Richtung Bar gehen oder gucken, ob wir mit der U-Bahn noch zur Bar kommen. Warum stehst du eigentlich denn heute hier? Nur ein Typ, der Zeitung liest. Scheint voll bei der Sache zu sein. Ich versuche ja immer, dem Gespräch mit Fremden aus dem Weg zu gehen. Heute suche ich keinen Streit. Okay. Versuch was wert. Nichts für mich drin. Wir noch nach hier hinten weiter einge... Oder geht's nur in die U-Bahn? Geht nur in die U-Bahn. Hallo, meine Gute. Dafür, dass aber der Tag neu startet, ist trotzdem das Büro kaputt. Ich habe keine Lust, mit dir zu reden. Oder nicht? Wollen wir mit ihr heute mal reden? Ich vermeide den Kontakt mit Fremden, soweit es geht. Dann werden wir das auch weiter tun. Ach, guck mal, jetzt können wir zur Bar. Wir gehen erstmal zur Bar. Ich sollte zu Matt fahren. Kramer klang ziemlich angepisst. Ich fordere es besser nicht heraus. Dann fahren wir erstmal zu Matts Wohnung. Ich bin ja gespannt, was diesmal los ist. Weil wenn es jetzt schon in der Zeitung am Morgen steht. Das ist aber einen schicken Pullover an. Der ist voll ins Gespräch vertieft. Na, dann werden wir doch mal voll quatschen. Den lasse ich lieber in Ruhe. Ja. Werden wir mal hochgehen. Und was mit Matt los ist, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.